Menschenrechte müssen durchsetzbar sein. Warum die UNO einen Pakt zu Menschenrechtspflichten für Unternehmen und Konzerne anstrebt, aber Deutschland und die EU ihn blockieren. Der Punkt, an dem ich das dann doch ziemlich drastisch kapiert habe, war eine sehr schwerwiegende Menschenrechtsverletzung, nämlich ein Mord, der 2005 in Kolumbien passierte. Dort wurde der Gewerkschafter Luciano Enrique Romero ermordet. Der war Gewerkschaftsführer in einer Milchpulverfabrik in der Stadt Valpudera. Diese Milchpulverfabrik war eine Filiale von Nestle. Nestle ist der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern mit einem Umsatz von 70 Milliarden Schweizer Franken, einem Reingewinn von 8 Milliarden Franken im letzten Jahr. Nestle ist der multinationalste Konzern überhaupt in dieser Welt mit den allermeisten Filialen in den allermeisten Ländern. Und dieser Gewerkschaftsführer wird ermordet. Und ein kolumbianischer Richter hat die Courage, einen Prozess zu eröffnen, was in dem Land mit all seinen Problemen, dem Drogenkrieg, ist ja bekannt, schon viel Mut erfordert. Dieser Richter ermittelt gegen die unmittelbaren Killer, zwei Mitglieder einer rechten Todesschwadron. Die werden auch verurteilt. Es wird bekannt, der Nestle-Filialchef hatte öffentlich diesen Gewerkschafter Romero als Terroristen und Guerillakämpfer denunziert. Dieser kolumbianische Richter hält in seinem Urteil fest, die eigentlich Verantwortlichen sitzen in der Zentrale von Nestle in Wewe am Genfer See. Ein bemerkenswertes Urteil. Es passiert nichts. Im Falle von Mord, das haben wir gelernt, das ist ein Offizialdelikt, da braucht es eigentlich keine Anzeige, da muss automatisch ermittelt werden, nichts geschieht. Die Witwe von Romero klagt, sie wird aber unterstützt von dem sehr wichtigen Europäischen Menschenrechts- und Verfassungszentrum in Berlin und von der kolumbianischen Gewerkschaft für die Beschäftigten der Lebensmittelindustrie. Sie klagt vor dem Gericht im Kanton Zug in der Schweiz, das ist aus Steuergründen der Kanton, wo sich alle Schweizer Konzerne und auch alle in der Schweiz ansässigen Auslandsunternehmen ihren offiziellen Sitz haben, weil es da am wenigsten Steuern zu zahlen gibt. Die Zuger Staatsanwalt verschleppt das Verfahren, sagt dann irgendwann, wir sind nicht zuständig, sondern ihr müsst nach Lausanne gehen, also da, wo der eigentliche Hauptsitz von Nestle sitzt, mit den 5000 Beschäftigten am Genfer See. Das wird alles hin und her geschoben, monatelang streitet man sich, wer ist zuständig. Schließlich entscheidet das Bundesgericht der Schweiz, die in Lausanne sind, zuständig. Vergeht wieder ein Jahr und dann endlich werden Ermittlungen aufgenommen. Und dann sagt der Staatsanwaltschaft, stellt die Ermittlungen ein und sagt, das ist verjährt, das ist jetzt 7 Jahre her. Ich glaube, es ist deutlich, was das für ein skandalöser Fall ist. Und da war mir endgültig klar, offensichtlich reicht es nicht, einfach einzufordern, dass natürlich die Justizbehörden am Stammsitz eines internationalen Konzerns hier verantwortlich sind, sondern es bedarf hier auch zusätzlicher Normen, die ausdrücklich für Unternehmen gelten. Das Erste. Das Abkommen verpflichtet die Staaten, dass die bei ihnen ansässigen Unternehmen, also die Unternehmen, die ihren Hauptsitz im, sagen wir mal, konkretes Beispiel, Siemens mit Sitz in München, dass die bei ihnen ansässigen Unternehmen gesetzlich zur Achtung der Menschenrechte zu verpflichten und das nicht nur in ihrem Handeln hier in München oder in anderen Filialen in Deutschland, sondern auch in ihren Auslandsfilialen von Brasilien bis Honolulu, was auch immer, in ihren Auslandsgeschäften, das schließt auch Exportgeschäfte mit ein, in ihren Auslandsinterventionen, Investitionen, Entschuldigung, bei ihren Tochterunternehmen und ganz wichtig, in den Lieferketten. Also angefangen etwa da, wo Kohle oder was auch immer an Rohstoff gefordert wird, irgendwie verarbeitet wird, transportiert wird, irgendwann zu uns kommt. Wir kennen die Beispiele aus dem Textilbereich. Diesen gesamten Bereich verpflichtend zu machen, was die Einhaltung von konkret auch benannten Menschenrechtsnormen betrifft.
Zweite Forderung, allen Betroffenen oder potenziell Betroffenen von Verstößen einen effektiven Rechtsschutz zu gewähren. Was heißt effektiver Rechtsschutz? Das heißt zum Beispiel, um zu dem Fall Luciano Romero zurückzukommen, im Falle eines Offizialdeliktes, dazu gehören Morde und andere Kapitalverbrechen, Vergewaltigung, was auch immer, aktiv zu ermitteln. Ja? Und in Fällen, wo es kein Offizialdelikt ist und eine Anklage vorgebracht wird, auch die Ermittlungen aufzunehmen. Das heißt aktiver Rechtsschutz. Und zwar überall, auch im Herkunftsland eines Unternehmens. Das heißt, wenn künftig, bleibe bei dem Beispiel, irgendwo in der Welt jemand klagt, weil in einer Siemens-Filiale ein Menschenrechtsverstoß stattgefunden hat, dass dann auch hier in München Ermittlungen aufgenommen werden gegenüber Siemens. Drittens die Forderung, dass die Pflichten, das ist ganz wichtig, aus dem UNO-Menschenrechtsabkommen, was also geplant ist, Vorrang haben vor allen Verpflichtungen aus Handels- und Investitionsschutzabkommen. Warum ist das so wichtig? Das habe ich eben vergessen zu schildern, als ich über die WTO geredet habe. Es gab eine Phase nach der Gründung der Welthandelsorganisation 1994, wo die Vorstellung bestand, man könne ja dafür sorgen, dass bei künftigen Handelsabkommen, die im Rahmen der WTO vereinbart werden, auch die längst schon bestehenden völkerrechtlichen Sozialnormen, all die 170 Konventionen, die allein im Rahmen der Internationalen Arbeitsorganisation vereinbart wurden, aber auch die Umweltvereinbarung, die es seit 1990 zunehmend gibt, also über den Schutz bestimmter Arten, über das Verbot von Giftmüllexporten, dass all dieses bei künftigen Handelsverträgen, wenn man sie diskutiert, im Rahmen der WTO berücksichtigt wird und im besten Fall auch in die Handelsverträge mit reingeschrieben wird. Nichts davon ist passiert. Nichts. Und daraufhin gab es eine ganze Reihe von Fällen, wo dann einzelne Staaten unter Berufung auf bestehende, vor allem Umweltabkommen, gesagt haben, bestimmte Formen von Handel lassen wir nicht zu, um es konkret zu machen. In der EU gibt es seit 30 Jahren, glaube ich, inzwischen ein Verbot von Asbest, diesem krebserregenden Zeug. Und als Kanada weiterhin Zement mit Asbest in die EU importieren wollte, hat die EU gesagt, nein, das lassen wir aus eben diesem Gesundheitsschutz Gründen nicht zu. Daraufhin hat Kanada die EU vor dem Schiedsgericht der Welthandelsorganisation verklagt und sie dürfen dreimal raten, Kanada hat Recht bekommen. Und in all diesen Fällen, es gab einen anderen Fall, da ging es gegen den Import von hormonverseuchtem Fleisch aus, ich weiß nicht mehr woher. In all diesen Fällen hat das Schiedsgericht der WTO, und es gibt dann noch eine zweite Instanz, die Berufungsinstanz, dem Freihandel den Vorrang gegeben und eben gesagt, das ist wichtiger als diese Umweltbelange oder die Sozialbelange. Deswegen hat es sich als absolute Illusion erwiesen, was einige auch schon vorher gesagt haben, zu glauben, das könne man in der WTO regeln, die ja nun qua Auftrag dafür da ist, die Liberalisierung in Anführungszeichen des Welthandels möglichst weiter voranzutreiben. So, und deswegen in dem künftigen Abkommen, was hier angestrebt werden soll, die ausdrückliche Festlegung, dass die Einhaltung der Menschenrechtsnormen Vorrang hat vor Verpflichtungen, die es zum Teil heute schon längst gibt aus Handels- und Investitionsschutzabkommen. Ich will den für mich skandalösesten Fall aus der WTO-Geschichte erzählen. Der für mich absolut politisch, moralisch skandalöseste Fall ist die Tatsache, dass die Industriestaaten des Nordens, vor allem die vier Sitzländer der größten Pharmakonzerne dieser Welt, das sind in der Reihenfolge die USA, Deutschland, Japan und die Schweiz, 2003 bei der WTO-Ministerkonferenz in Cancun, war das in Mexiko, Indien gezwungen haben, mit massivem Druck und Drohungen Patentschutzbestimmungen zu unterschreiben. Schutzbestimmungen für die Patente von Pharmaunternehmen auf kostspielige Medikamente, darunter auf AIDS-Medikamente. Indien war damals schon so weit, dass die Generika
produziert haben, also auch Anti-AIDS-Mittel, die dieselbe Wirkung hatten, aber während das Produkt von Bayer Leverkusen oder von Pfizer in den USA 15.000 Dollar kostete, für eine Monatsbehandlung kostete das aus Indien 300 Dollar. War also erschwinglich für die Menschen, die vor allem auf dem afrikanischen Kontinent HIV infiziert sind. Das hat man Indien untersagt und damit, ich sage mal, Millionen von Menschen um ihr Recht auf Überleben und vielleicht Verlängerung des Lebens, von Heilung will ich nicht reden, aber zumindest Verlängerung des Lebens vor dem AIDS-Tod gebracht. Das hat also eine ganz klare menschenrechtliche Komponente. So, vierte oder fünfte Forderung, dass das Abkommen einen unabhängigen Ausschuss von, oder einen Ausschuss unabhängiger Experten und Expertinnen vorsieht, wo alle Vertragsstaaten künftig regelmäßig Staatenberichte vorlegen müssen, jedes Jahr oder alle zwei Jahre, was auch immer, in denen sie berichten, wie dieses neue Abkommen in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich umgesetzt wird oder nicht. Also dasselbe, es gibt ja heute schon seit 6 Jahren einen ständigen, regelmäßigen Überprüfungsausschuss der Menschenrechtssituation in allen UNO-Staaten. Da kommt jedes Land so etwa alle 4 Jahre mal in die Überprüfung. Deutschland war gerade kürzlich dran. Das bezieht sich aber eben nur auf die Einhaltung der klassischen Menschenrechte durch den Staat oder durch staatliche Behörden. Aber der Wirtschaftsbereich ist da völlig raus. Genau so ein Prozess und Verfahren künftig mit Blick auf die Umsetzung dieses künftigen Abkommens. Und schließlich, ganz wichtig, für den Fall von künftigen Verstößen, Menschenrechtsverletzungen, ein neuer internationaler Gerichtshof, der dafür zuständig ist und vor allem ein Gerichtshof, vor dem auch Individualbeschwerden oder Individualklagen eingerichtet werden können. Das ist ja ganz wichtig, wo jemand, der oder die sich betroffen fühlt, klagen kann. Jetzt kann man natürlich die Diskussion aufmachen, ähnlich wie beim Internationalen Strafgerichtshof. Da ist es ja so, nur wenn in einem Mitgliedsland die nationale Justiz unwillig und oder unfähig ist, im Falle von Völkermord, von Kriegsverbrechen, von Angriffskrieg, von Menschenrechtsverstößen zu ermitteln, geht das über auf den Strafgerichtshof. So etwas Ähnliches könnte man sich ja auch vorstellen. Ist auch noch in der Diskussion, aber ich gehöre zu denjenigen, die sagen, angesichts der bisherigen Erfahrung des Unwillens, Versagens, wie Sie es nennen wollen, mit nationalen Justizbehörden, und das gilt jetzt nicht nur für den von mir geschilderten Fall Schweiz und Nestle, sondern auch durch die Bank, auch bei uns, solche Fälle anzunehmen, bin ich dafür, diesen internationalen Gerichtshof unbedingt zu schaffen. Also ein Gerichtshof, wo dann auch, ich wiederhole, Sie, wenn Sie betroffen sind oder sich fühlen von einem Menschenrechtsverstoß durch einen multinationalen Konzern, künftig klagen können.